Casco Blue PS. Sehr an einen nächsten Übervater erinnernd, der auch in Mühlen residiert. Casalco hat sich hier typmäßig ein Denkmal gesetzt. Bei diesem Casco Blue aus der Georgia Chaka, da kommt das Mühlener Blue Casco Blue dahinter. Georgia Continuo, das klangvolle Pedigree. Und Sie hören es schon, wenn wir diese Georgia erspähen, in der fallenden Linie des Pedigrees. Keine geringere, die Mutter, als die Halbschwester zu unserem Balut-Heroe und vor allen Dingen dem Nationenpreis-Champion und Zweiten des großen Preises von Aachen, Balou di Reventon. Ein Spitzenstamm, der es natürlich nicht nur unserem Paul angetan hat, hier mit diesem Casco Blue PS. Ja, speziell mit seiner Großmutter habe ich sehr viel Glück gehabt. Balou di Reventon, eins der besten, ist inzwischen Zeit vom Sport verabschiedet worden. Eins der besten internationalen Pferde der ganzen Welt. Er war im vorigen Jahr mit einem 20-jährigen Reiter Doppel-Null im Nationenpreis in Aachen, war Zweiter im großen Preis, hat viele große Preise gewonnen. Dazu ist die Mutter von Balou und vielen anderen Top-Hengsten. Auch er springt hier, glaube ich, sehr natürlich. Hier kann ich auch gleich vorstellen, einmal Florian Meyer zu Hartum, der hier da am Sprungbasteln ist. Und Andreas Kreuzer, beide sind inzwischen Zeit meine Partner geworden, neben meiner Tochter Vivi, die auch heute hier ist. So dass das ja auch irgendwann weitergehen muss und soll. Ich bin inzwischen seit 78, seit 14 Jahren in Rente. Dankeschön. Das war es auch schon mit dem Freispringen. Eine tolle Reaktion offeriert uns dieser junge Herr aus dem Oberhaus des Casalco. Casco Blue PS, der Abschluss unseres Freisprings.